Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ich kann mich nicht entscheiden, wo wir lang gehen sollen. Deswegen heile ich erstmal ein bisschen. Mit Wandhütchen und so. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Loch. Au. Mehr als verkehrt machen können wir es ja nicht. So. Das Zeug kriegen wir. Laut Karte müssen wir eh nach unten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Hopp, hopp, hopp. So. Gehen wir erstmal in diese Richtung hier. Ah, hier ist nur ein Ausgang. Au. Ich hatte noch den Willen auszuweichen. Oh, ich brenne aber gut. So, nochmal auf Hälfte hochheilen. Wow. Die sind sogar etwas größer, habe ich das Gefühl. Und da ist nur der Ausgang. Okay. Raus wollen wir aber noch nicht. Beziehungsweise raus wollen wir eigentlich gar nicht. Na doch, irgendwann wollen wir wieder raus, aber erst wenn wir hier abgeschlossen haben. Und runter. Ja, keine Wespen im Nest diesmal. So, einmal eine Brezel verbrauchen, dass wir etwas mehr Lebenspunkte haben. Und dann die Zombies von den Plattformen prügeln. Ah, hier geht's hoch. Gibt's hier oben was? Wozu soll das gut sein? Fragen über Fragen. Da leuchtet es bedrohlich lila. Aber es ist nur eine Truhe hier versteckt. Und wir haben 12 Schlüssel. Das reicht aus. Für einen Haufen Heilzeug und einen Ring. Was bist denn du für ein Ring? Plus 1 Regeneration, Angriff, Goldtrop. Nein. Sorry, aber den brauchen wir nicht unbedingt, weil Geld habe ich sowieso genug. Angriff kriege ich durch andere Sachen. In erster Linie brauche ich die Ringe des Glücks und des Itemdrops wegen. Kommt hier runter? Dankeschön. Okay, hier lang weiter dann. So, weg mit dir. Und weg mit euch. Stufenaufstieg. Fidget. So. Hier geht's runter. Hm. Wir haben da oben auf jeden Fall was übersehen. Aber ich muss allgemein nochmal auf die Sorgen, die es hier wegen dem einen gibt. Au. Beat, in das wir noch nicht gekommen sind.
Wo ich das Gefühl habe, dass wir da erst etwas finden müssen. Wow. 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 So. Mieses Stacheldilemma, hä? So. So. Ach, einer von denen mal wieder. So, brenn. Brenn und lass deine Seele da. Vielleicht sind die Nekromanten ja die Mondblüter. Die haben schon ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem Händlerfreund. Bei den Zombies kann man leider teilweise nicht erkennen, was sie mal waren. Obwohl manche aussehen wie Mondblüter und andere irgendwie wie Katzen oder so. So, das war der einzige Gegenstand hier. Speicherpunkt. Gut. Letzte Villa, in die will ich reinkommen. Okay. So. Weg mit euch. Ah, hier brauchen wir die Bombe, um zum Händler zu kommen. Wahrscheinlich zu noch was Nettem. Hier ist auf jeden Fall die letzte Villa. Erstmal den Händler freisprengen. Der hat einen Schlüssel. Und einen Wandhuhn. Und dann gucken wir noch, was da in dem anderen Ding drin ist. So. Oh, jetzt habe ich zwei Bomben. Naja, gut. Nutzen wir die, um den Schleim in die Luft zu jagen. Schlüssel haben wir 13. Wie, das war es immer noch nicht? Hm, da muss weiter unten noch was sein, hä? Ja. Holen wir uns noch mal eine Bombe. Ah, noch ein Schlüssel. Dann geht's hier wohl rein. Ins Nanov-Anwesen. Ah, und da ist unser Freund schon wieder. Ja. Und hier geht's hoch ins Anwesen, ja. Ist das der richtige Weg? Ich hoffe es mal. Scheinbar ist das der richtige Weg. Hallo. Lässt du uns bitte in Ruhe? Ich habe eigentlich gar keine Lust mit dir zu kuscheln. Du siehst mir nämlich ein bisschen zäh aus. Wow.
Und Sackgasse. Okay. Sackgasse finde ich nicht so. Notiz des Dieners Nummer 4. Als Meister Kane heute Morgen sein Büro verließ, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschlichen. Schließlich ist das meine Aufgabe. Aber dann sah ich seinen Schreibtisch, bedeckt mit Papieren, die dicht mit Namen beschrieben waren. Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren. Und dann auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr, aber ich... Hier endet die Notiz. Okay. Das letzte Teil. That's all of them. I'm sensing a pattern with these items, but we'll let Cora explain. Let's return to the center of the meadow. Ja, gute Idee. Was haben wir jetzt noch eingesammelt? Ein persönliches Tagebuch. Ein in Leder gebundenes Tagebuch, durch den häufigen Gebrauch schon ganz abgenutzt. Jo. Hallo Untote. Euch mag ich ja besonders gerne. So. Weg mit euch. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... noch die Schätze finden. Einmal den hier. Komm her, Bombi. Genau. Wow. Zwei Truhen. Geld und ein Meisterring des Kunstschmiedes. Platz 2 Generation, 20 Angriff, EP-Bonus Glück. Der könnte was sein, im Gegensatz zu dem hier vielleicht. Aber das muss ich mir noch überlegen. Ah, schon wieder so ein Pestöl, was wir nicht mehr brauchen. So, runter wollen wir uns durch die Zombies noch durchkämpfen. An dem Explodierenden am besten einfach vorbei. Oder sie einfach in die Luft jagen. So. Hier gibt es noch irgendwo einen Schatz. Ich schätze mal hier oben. Jupp. Ups. Da oben hätte ich also vorhin gar nicht lang gehen müssen. Das ist der Rückweg. Ja, so kann man es aber auch machen. So. Jetzt will ich nur hier raus und zumindest das Save Point und mal abspeichern. Wieder ordentlich. Dann einen Cut machen. Hoch. So. Meiste wichtige Eigensacken. Und ja, das war die letzte Villa. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt herausfinden, was es mit diesem gruseligen Geist auf sich hat. Aber erstmal speichern. Na, viel haben wir nicht geschafft. 5%.
seit dem letzten Speichern. So. Dann mache ich hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.